oder auch nicht. Hier, das ist ein sehr großes Schloss. Und hier wieder eine Abkürzung. Abkürzungskrug. Ganz viele Totenschädel, da haben schon viele vergeblich versucht drüber zu kommen. Das heißt, wir wissen, es ist fast geschafft, fast durch. Kein sehr langer Tempel. Ist ja auch der erste richtige. Wer ist das denn? Ah, daher kamen diese ganzen Erdbeben. Oh, hier links geht's noch weiter, das behalten wir zwar im Hinterkopf. Aber im Moment geht's da nicht weiter. Aber hier, die Treppen, die fallen... Oh, das war dumm, ich hätte die Kamera nicht schwenken sollen. Ich bin aber auch schlecht geworden. Aber das macht nichts. Einfach nur rennen, 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 rennen. Gar nicht so schwer, einfach nur rennen. Ah, wenn das mal keine Falle ist. Aber die Musik mag ich, die jetzt kommt. Ich mag sie immer wieder. Oh ja. In Zeitlupe kommen sie auf mich zu. Hilfe. So. Die leben noch ein bisschen länger, die sind ein bisschen widerstandsfähiger, ein bisschen robuster als ihre andersfarbigen Freunde. Aber das war's doch schon wieder. Ah, der lebt noch. Der braucht noch ein Schlägchen. Ich will mal sein Schild aufnehmen, aber ich kann nur die Waffe aufnehmen. Oh, ein Überraschungsgegner. Die sind nicht so nett, wenn man sie nicht kennt. Aber überhaupt, guckt euch mal diese Unterlippe an. Das erste Mal, dass ich gegen kämpfen kann, in der Verwunschen-Bastion haben sie mich nur eingekerkert, wenn sie mich gefunden haben. Da hatte ich auch keine Waffe. Aber man sieht, auch der ist kein großes Problem. Aber seinen Halsschmuck, den würde ich haben. Das ging schnell. Zu schnell. Oh, wie sie noch da steht. So. Holen wir uns diese Halskette. Doch sehr wertvoll, diese Totenkopfkette. Und ein sehr kurioser Schmuck. Ja, ja, Sammlerkreise. Waffe, Speer. Komm her. So, gib mir irgendeine Belohnung, bitte. Ich hab dir geholfen. Das ist wirklich schrecklich. Irgendjemand scheint sich einen bösen Streich mit dem Schweif des Ehrenwerten Valo zu erlauben. Deswegen ist er so furchtbar verärgert. Er schreit vor Schmerzen, er ist nicht verärgert. Der Schweif des Ehrenwerten war im hinten Raum genau unter uns. Dort muss es also irgendetwas, irgendjemand sein. Bestimmt haben die Monster, die mich vorhin entführt haben, etwas damit zu tun. Bitte, du musst schnell etwas unternehmen. Ich werde inzwischen die anderen über diese Umstände aufklären. Sam, bitte nimm das hier und benutze es, um von hier wegzukommen. Dessen habe ich mich immer bedient, bevor ich zum ersten Mal hierher kam und noch nicht fliegen konnte. Es war ein weit verbreitetes Werkzeug beim Volk der Orni, bevor wir alle Flügel bekamen. Der Greifhaken. Eine Abwandlung des Enterhakens, aber nicht dasselbe. Und eigentlich ein ganz interessantes Item. Ja, ja, ja. Es regt mich so auf, wie der die ganze Zeit brüllt und... Ah, ich hab's immer gehasst schon. Ich soll einfach die Schnauze halten. Zähne zusammenbeißen und mal Mann sein. Ja, ja, halt die Fresse, ich weiß, wie es geht. Ich muss ihn aber erstmal auswählen. So. Und hier Niva. Das war's auch schon, jetzt lässt sie mich in Ruhe in... Und alleine. Habe ich aber nichts dagegen. Dass das immer so lange dauert, bis man nicht mal rüberschwingen kann. Okay, jetzt sind wir hier unten wieder. Und wir haben gesagt, wir merken uns das hier links. Da wollen wir nämlich noch gucken. Da müssen wir sogar hin, denn wir wissen, uns fehlt noch etwas. Etwas sehr Essentielles in jedem Zellerteil. Wovon wir uns im Boss kann. Denn nur mit einem Masterschlüssel kommt man durch diese dicke Tür, durch dieses robuste Schloss durch. Witzigerweise ist der Masterschlüssel immer irgendwo in der Nähe.
und nie irgendwie verloren gegangen. Und ich nehme an, er ist hier. Nur so eine Vermutung. Da ist diese blöde Tür. Ah, der ist seine Waffe verloren. Was geht mit dem, ey? Was geht mit dem? Der ist was runtergefallen. Soll ich dir helfen? Wehe, du schmeißt mich von der Kung-Fu-Künste. Und noch einer. Ich überlege gerade, ob ich jetzt direkt runter soll. Das sind eigentlich nur Zähne hier. Wem gehören diese Zähne? Ich will es gar nicht wissen. So, ich muss einfach nur hier runter. Ja, die muss ich sogar besiegen, scheinbar. Um die Truhe erscheinen zu lassen. So. Tadam. Und reicht das? Ja. Tadam. Was haben wir hier drin? Ach, nur so ein blödes Glücksamulett. Aber von denen brauche ich einige. Auch wieder für ein Herzteil später. Also Sammelaktion. Was ist das für ein Licht? Was ist das für ein Licht? Ach, du Scheiße. Der Nordstern. Er zeigt mir den Weg. Den habe ich ja noch nie gesehen. Irgendwie ist da was falsch, oder? Egal. Geht mir einfach weiter. Ist er noch da? Der zeigt mir den Weg. Okay. Er wird schon wissen, wo es lang geht. Aber erst einmal so hier runter. Und dann hier weiter. Jetzt sind wir wieder in diesem Hauptraum und jetzt in dem Nebenraum. Kennen wir alle schon. War da oben nicht irgendwas Böses? Gerade nicht. Gut. Was für geile Effekte, ja? Da haben sie sich was einfallen lassen. So, da sehen wir was, wo wir uns dranhängen können. Aber erstmal ist das unten. Doch. Müssen wir jetzt machen, das geht die Tür nicht auf. So. Das Licht kann doch nicht normal sein, ne? Erwischt. Das blendet aber richtig. Wie kam dieses Licht hier rein? Wer hat es reingelassen? So, die Fledermäuse kann man einfach ignorieren, die sollen einen nur nervös machen. Oh, oder man wird getroffen, aber auch nicht sehr stark. Einfach nur hier weiter. Gehen, Augen zu und durch. Dann sind wir schon hier. Hier scheint das Licht endlich weg zu sein. Darüber will ich nicht. Ich muss mich drehen und runterlassen und dann kann ich wieder Anlauf nehmen. Sieht aus wie so Spiegeleisoße. So. Achtung. Ein Herzchen. Ha! Und da ist das Licht. Es hat mich das Licht so abgelenkt. Ich dachte, ich muss ihm folgen. Es hat mich nur in die Irre geführt. Also echt mal. Ah, Hilfe. Das war wieder scheiß knapp. Wo bin ich? Hier am Anfang. Das sah gerade irgendwie nicht so aus. Nochmal. Und drehen und runter und dann nutzen wir unser ganzes 20 Kilo Gewicht, um uns hier rüber zu schleudern. Tadada. So. Raum geschafft. Raum cleared. Zum Glück gibt es hier immer schön viele Herzchen. Und zum Glück nimmt es hier nicht zwei Herzchen ab, wenn man in die Lava fliegt, wie bei Twilight Princess. So, dich muss ich diesmal leider irgendwie beachten. Denn... Gehen wir weg von der Lava. Ich brauche ihn und muss ihn nutzen. Diesen dreckigen Kadaver. Und hier raus schmeißen. Denn nur solange der Schalter gedrückt ist, der geht automatisch wieder hoch, ist das Feuer hier weg. Ja, da haben wir den sogenannten Masterschlüssel in anderen Teilen. Hier der große Schlüssel. Ist ja auch egal. So, wir stehen noch kurz an der Reihenhorn. Ein Saftsack. Mag ich nicht. Und nun weg. Jetzt können wir endlich zum Boss. Was wollt ihr denn hier?
Eigentlich wollte ich die mit dem Greifhaken alle machen. Aber der hat irgendwie nicht geworfen. So, so und irgendwas da noch so vogischen. War doch klar. Es sind immer zwei, sobald man den Masterschatten hat. Boah, was geht mit dem? Was der ist auf Speed? Hier! Weg mit dir. Weh, du kommst wieder. Okay. Es ist fast geschafft. Wir erlösen Valo gleich von seinen Leiden, ohne ihn umzubringen. Okay, er wird sich schon das Seil mal reißen, würde. So. Ach, hier sind auch wieder zwei. Ihr wollt mich verarschen. Kommt der auch noch? Der will auch noch sterben. So. Müssen wir hier wieder zurückgehen, denselben Weg. Hoffentlich finden wir noch den Bossraum. Oh, das war doof. Wehe, die goldenen Vögel sind jetzt wieder am Leben. Das wäre total unfair. Ich glaub's nicht. Ich ignoriere sie einfach. Dann lassen sie mich auch in Ruhe. So leicht geht das. Komm, 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 komm. Nicht so heiß hier. Baba. Da fließt die Lava drauf, aber mir macht das nichts aus. Ich bin der Highlander. Ich habe Füße aus Eis. Und schnell. Hier weiter. Jetzt muss ich da wieder hochkommen, genau. In jedem Raum zwei von diesen Viechern. Ich wollte mich doch echt verarschen. Irgendwie schade, dass da keine Erfahrungspunkte bei rausspringen. Aber da war Zelda schon immer ein bisschen anders. So. Hoffentlich reicht das, aber müsste eigentlich. Und nach oben. Ich liebe Fahrstühle. So, raus hier. Gehen wir zum Boss. Wie wär's denn damit? Links gibt es jetzt nichts mehr weiter. Aber wir müssen uns hier. Oh, er meckert wieder rum. Immerhin ist nicht den ganzen Dungeon über, dass der da rummeckert. Das wäre übel. So. Gleich sind wir da. Was wird das wohl für ein Boss sein? Bestimmt ein gefährlicher. Da ist dieses Licht, die Sonne. Die hat mich verfolgt die ganze Zeit. Lass mich bloß in Ruhe. Ich gehe hier ins tiefe Verlies. Da kommst du mir nicht nach. Gut, wie kommen wir jetzt darüber? Am besten einfach mit Skill und den üblichen Methoden. Ich habe schon 200 Rubine, sehe ich gerade. Dann kann ich wohl gar keine mehr tragen. Das ist nicht gut, da brauche ich eine Aufstockung der Tasche. Ritterwappen, das ist sehr gut. Das hilft mir, wenn ich genug von denen habe, eine geile Schwerttechnik zu erlernen. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Und auch so ein Ding. Kennen wir ja schon. Und hier ist eine Fee unter Garantie. Vor dem Boss gibt es immer Feen. Fast immer. Ich glaube, irgendwo bei Twilight Princess. Scheiße. Bei Twilight Princess vor irgendeinem Boss gab es keine Fee mehr. Ihr wollt mich doch gerade verarschen, Mann. Na gut, ich brauche keine Fee. Ich glaube, ich habe noch nie eine gebraucht. Höchstens mal in diesem Raum voller Gegner, der irgendwann später kommt mit 1000 Gegnern auf einmal. Gucken wir nochmal hier rein. Oma Suppe ist hier eh viel besser. 10 Rubine! Ich kann sie leider nicht mitnehmen. Ich schmeiße also einfach lieber weg. So. Gehen wir zum Boss. Oh. So eine kleine Arena. Wieder so ein Symbol. Ich will wissen, wofür das steht. Da oben ist der Schwanz von Valo. Wir könnten auch einfach rausziehen, aber nein, lässt sich lieber ärgern. Durch diesen bösen, bösen Buben.